Oktavier hält sich jetzt ein Renommierproleten. Stalin persönlich wollte ihn erhängen. Ach, so ein schlechter Schauspieler ist er. Aus politischen Gründen. Ach, wie langweilig. Sie sind sicher aus Petersburg ganz anderes gewohnt. Also Personal gibt's bei uns eigentlich nicht mehr. Aber Jakob ist doch kein Diener. Er ist mein persönlicher Assistent. Sie haben unsere Demokratie noch nicht recht verstanden. Chinesische Flöhe, Frau Flambo, eine alte Plage der ungebildeten Schichten. Schon eine gutbürgerliche Lebensführung bietet in der Regel ausreichenden Schutz. Kein Floh kann so zubeißen. Es muss unbedingt ein Vampir gewesen sein. Jakob, geh dir bitte die Hände waschen. Glauben Sie denn an Vampire, Herr Baron? In der Zarenzeit erzählt man auch solche Geschichten. Ach, ich bin schon fast an Sie verliebt, Herr Baron. Ist der Kapitalist jetzt ein Vampir oder wie? Der echte. Aber Marx sagt ja schon explizit, dass der Kapitalist Blut saugt. Steigen Sie auf, Herr Baron, wir fahren zum Strand. Das Leben muss ganz aus Muße und Liebe bestehen, aus Poesie und Abenteuer, sonst ist es kein Pfifferling wert. Im Kapitalismus wird jeder Prolet ausgebeutet. Mag sein. Und du bist eben doch in die Flamboyanten verliebt. Mein Name ist Anton Imogentovich Petuschkin, aber man nennt mich Lauschka. Раз, два, выдыхаем. Weil ich nämlich in Eisensteins Film Oktober die Rolle des Revolutionshelden Lev Trotzki gespielt habe. Ich möchte mein Glück in Hollywood versuchen.